Und als nächster Herr Abgeordneter. Auf den Unternehmenssprecher Sepp Schellhorn folgt nun der Arbeitnehmervertreter Dietmar Keck, Zentralbetriebsratsobmann der Föst in Linz. Ich möchte ein paar Worte zum Arbeitsmarktbudget sagen. Wir haben trotz hoher Arbeitslosigkeit eine Rekordbeschäftigung und höhere Einkommen, die zur Übererfüllung unserer Budgetziele beitragen. Und daher werden wir wieder zielgerichtete Investitionen in die Zukunft tätigen, meine Damen und Herren. Und in Zeiten der Digitalisierung und Automatisierung sind Qualifizierung und Ausbildung der Weg in die Zukunft für unseren Arbeitsmarkt und für unsere Wirtschaft in Österreich. Wir stocken die Facharbeiterinnen-Intensivausbildung auf, damit ermöglichen wir arbeitssuchenden Jugendlichen ab dem 18. Lebensjahr auch einen Lehrabschluss nachzuholen. Wir werden die nächsten drei Jahre 6.500 Kursplätze zusätzlich im Bereich der arbeitsplatznahen Qualifizierung anbieten. Dabei geht es um die praxisnahe Aus- und Weiterbildung für die konkreten betrieblichen Anforderungen, die gewünscht sind. Und das Programm Qualifizierung Förderung für Beschäftigte wird bis Ende 2018 verlängert. Damit fördert das AMS die Kosten für Weiterbildung von gering qualifizierten und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, um diese stärker in betriebliche Weiterbildungsaktivitäten einzubeziehen. Und meine Damen und Herren, Sie sehen also, die Bundesregierung hat hier die Zeichen der Zeit erkannt und investiert in die Zukunft des österreichischen Arbeitsmarktes und somit auch in den österreichischen Wirtschaftsstandort. Und mein Dank gilt daher vor allem an unseren Minister Stöger, der mit Augenmaß und Weitblick ein sehr ausgewogenes und zukunftsfähiges Budget auf die Beine gestellt hat. Als nächster Herr Abgeordneter. Eine kurze Rede von Dietmar Keck nun, Leopold Steinbichler vom Team Stronach. Dann ist der nächste Redner Herr Abgeordneter Dr. Hureinig, bitte. Der im Saal nicht anwesend ist, damit verliert er das Recht, hier zu sprechen. Also als nächster kommt dann Franz Josef Hureinig, Präsident in macht sich noch kundig.